Hallo ihr Lieben, wie geht's? Wie steht's? Wie fühlst du dich? Ach, dieses Thema heute. Und der Wortwitz zwar nicht geplant, ist ein besonders schönes. Und auch so spannend, denn ich befinde mich hier gerade an der Ostsee und der Blick aufs Meer ist ja für die Menschen, da gibt es zumindest einen Konsens irgendwie, etwas Schönes. Was gibt es also Schöneres als den Blick auf das Meer, auf eine schöne Landschaft? Und auf der anderen Seite habe ich gerade erst vor kurzem Princess Charming zu Ende geguckt. Bin etwas spät dran. Und da fällt ja dann doch auf, und zwar nicht nur mir, dass es irgendwie immer wieder die ähnlichen, dünnen, weißen, nicht behinderten Menschen in die Top-FavoritInnen schaffen. Und das ja, obwohl das ja ein queeres Format ist, ist also sich um, für alle, die dieses Reality-TV-Format nicht kennen, in dieser Dating-Show geht es also um Flinter, die sich daten. Und dann kommt ja auch irgendwie doch vielleicht die Frage auf, wenn du dich damit beschäftigst, ja, warum scheint Schönheit dann doch irgendwie so normiert zu sein? Warum wiederholt sich immer wieder, wer was schön findet? Warum gibt es da so viele Gemeinsamkeiten? Und um das ein bisschen aufzulösen, diese Frage, steigen wir heute tief ein in das Thema Ästhetik, Schönheit und Schönheitsideale. Ja, was ist überhaupt schön? Was heißt das überhaupt, wenn wir das sagen? Ich fange ja immer mit euch in der Antike an. Natürlich müssen wir im Kopf behalten, in der europäischen Antike gab es unglaublich viele verschiedene Einflüsse aus dem altägyptischen Reich, damals aus dem persischen Reich. Aber wie ihr wisst, wenn ihr mein Essay zu Kaffee gesehen habt, zu dem Ursprung von Kaffees, dann versteht ihr auch, dass es nur ein, zwei, vielleicht drei, also bestimmte minimale Strömungen nur gibt, die dann später in der Neuzeit aufgegriffen wurden, also nach dem Mittelalter. Und deswegen überhaupt heutzutage relevant sind. Also nicht, weil es irgendwie eine geschichtliche Übertragung gibt, eine lange Tradition, sondern weil diese Schriften nach dem Mittelalter nochmal in Mode gekommen sind. Wir müssen uns also gegen meinen Willen mit Platon auseinandersetzen. Das Höhlengleichnis befasst sich damit, um es auf die Essenz runterzubrechen, dass Platon daran glaubt, dass Platon davon ausgeht, dass es eine Idee gibt, eine Grundidee, die hinter jedem Gegenstand steht. Das heißt, es gibt eine Idee von Baum, die die wahre Gestalt von Baum ist. Und dann gibt es die Erscheinung von Baum. Das ist dann das, was wir sehen und wahrnehmen. Und dementsprechend sind dann die Künstlerinnen, die Werkbildnerinnen, die also den Baum oder den Gegenstand in Kunst verarbeiten, Menschen, die eine Erscheinung, eine Illusion bauen, erschaffen von einer Illusion.
Das bringt natürlich, wenn du Kunst so wahrnimmst, einige Probleme mit sich. Zum einen bedeutet das, dass der schöne Schein, dass der auf der einen Seite uns also ablenken kann von dem Wesentlichen, von der Wahrheit, dass es also eine Illusion, eine trügerische Illusion sein kann, die uns verführt, indem sie uns unseren niederen Gelüsten nahebringt, also dem Gefühl, der Sensibilität, aber uns weiter wegnimmt von der eigentlichen Wahrheit. Auf der anderen Seite allerdings kann Platon gemäß Schönheit und Kunst auch dazu beitragen, uns mithilfe dieser Sensibilität, diesem Gefühl, der Tugend und der Wahrheit näher zu bringen. Es bedeutet also letzten Endes, dass laut Platon, ganz simpel gefasst, dass laut Platon die Kunst und auch die schönen Dinge einen erzieherischen Aspekt haben sollten, um gut zu sein, um tugendhaft zu sein. Schönheit kann also in diesem System zur Verblendung beitragen und uns in die Irre führen, uns aber auf der anderen Seite auch den Tugenden und der Wahrheit näher bringen. Das lässt sich also ein bisschen runterbrechen in zwei Aspekte. Auf der einen Seite sagt Platon damit einfach nur aus, dass dein Konsum dich bestimmt. Das, was du also dir anguckst, das, was du konsumierst, das, was du an Schönheit bewunderst, das wird auch dich formen, in dem, wer du bist. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass es gute Kunst gibt und schlechte Kunst. Dass es also Schönheit gibt, die gut ist, und Schönheit gibt, die irreführend und falsch ist. Und da, in dem Gebiet, sind wir schon sehr, sehr nah dran an etwas, was im Faschismus nochmal eine besondere Bedeutung erlangt. Nämlich die Idee der Nazis, die genau darauf aufbaut, dass es also entartete Kunst gibt, die uns in die Irre führt und schlechte Moral verbreitet und gute Kunst gibt, die gute Werte verbreitet. Dieser Dualismus hat also eine sehr ernste Konsequenz. Auf die werden wir auch nochmal zurückschauen. Aber jetzt möchte ich euch auch mal außerhalb von Platon ein bisschen weiteren Blick dafür geben, dass es auch anderes selbst in Griechenland gab. Ganz spezifisch den Hedonismus des Epikur, der ungefähr 300 vor Christus wichtig war. Epikur hat einen logischen Beweis geführt. Dieser logische Beweis führt dazu, dass er zu dem Punkt gekommen ist, zu sagen, dass es keine Seele gibt außerhalb der Sensualität des Körpers. Dass sich also nicht eine Seele separat vom Körper und Materialität deines Körpers denken lässt. Spannenderweise ist das etwas, was heutzutage beweisbar ist. Dass also unser Hirn und unsere Wahrnehmung, das, was wir als unser Selbst uns vorstellen, sich gar nicht trennen lässt von den Nachrichten, von den Sensualitäten unseres Körpers, sondern bestimmt ist dadurch, wie unser Körper funktioniert. Das reicht jetzt erstmal, um zu verstehen, dass dann in der Konsequenz die Freude an dem Schönen und überhaupt Schönheit an sich, also das Gefühl von Schönheit und die Lust an dem Schönen, erstmal etwas total Positives im Hedonismus sind. Spezifisch aber ist Epikurs Hedonismus im Ursprung daran orientiert, langfristigen Spaß oder langfristige Freude tatsächlich hervorzurufen. Es geht also nicht so, wie wir das heutzutage oft vom Hedonismus glauben, darum, schnell ganz viel zu konsumieren oder in dem Moment das zu tun, was sich am besten anfühlt, sondern vielmehr darum, dass dadurch, dass also unsere Seele in unserem Körper haust, beziehungsweise unser Körper ist, dass wir also langfristig uns daran orientieren, was unserem Körper und unserem Sein gut tut. Der Hedonismus ist also dann doch um einiges komplexer. Das bedeutet dann so etwas wie zum Beispiel, dass wir Verantwortung für unsere eigenen Gedanken haben sollten, dass wir unseren Körper pflegen sollten, dass wir darauf achten sollten, was unser Körper uns sagt.
Schönheit ist also durchaus etwas sehr, sehr Wichtiges in diesem Konzept und etwas, was sehr positiv belegt ist und ja, wir tatsächlich nutzen können, um uns etwas Gutes zu tun und andersherum auch rauszufinden, was uns gut tut. Das Mittelalter, das Europäische, möchte ich ganz kurz halten. Grundsätzlich ist es sehr ähnlich, was Augustinus über Schönheit schreibt, beispielsweise im Vergleich zu dem, was Platon über Schönheit gedacht hat. Es gibt also etwas Körperliches, etwas, was verführerisch und schlecht sein kann. Und dann gibt es eben die Transzendenz Gottes. Das bedeutet also, dass Schönheit dazu genutzt werden kann, uns Gott näher zu bringen. Und das ist dann die Schönheit, die Gutes bewirkt. Auf der anderen Seite hat Augustinus ja auch eine sehr, sehr spezifische Meinung zur Schönheit von Frauen und der Bösartigkeit von Frauen, da sie eben körperlich sind. Wenn dich das interessiert, dann guck dir gerne mein Essay zu Liebe an. Da komme ich darauf genauer zu sprechen. Denn wir kommen jetzt zur gottlosen Schönheit des Moralsensualismus. Wir sind also in der Neuzeit angelangt. Hier ist es durchaus so, dass Schönheit und Güte sehr eng miteinander verbunden werden. Die Theorie ist also jetzt auf einmal, dass das Gute auch schön ist und das Schöne auch gut ist. Dass der Mensch dadurch, dass wir also in der aufklärerischen Zeit zu dem Punkt kommen, dass der Mensch einfach Naturrechte hat, die ihm einfach so gegeben sind, die uns allen einfach so gegeben ist. Dieses Glaubenskonstrukt führt dazu, dass also auch die Schönheit, die wir empfinden, etwas Natürliches und damit auch etwas Gutes ist. Das menschliche Gefühl, also menschliche Gefühle, sind also dadurch, dass sie naturgegeben sind, grundsätzlich erstmal gerechtfertigt in dieser Philosophie. Es lässt sich also auf der einen Seite sehen, dass hier was ganz Neues passiert, denn auf einmal sind die menschlichen Gefühle und menschlichen Bedürfnisse im Vergleich zum Mittelalter etwas Gutes, grundsätzlich Gutes. Auf der anderen Seite sehen wir, dass das Moralische und das Schöne weiterhin verbunden sind, eng verbunden sind. Deswegen kommen wir zu einem richtigen Revoluzzer, was das angeht. Und eine Person, die natürlich immer eine wichtige Rolle spielt nach dem Mittelalter und in der Aufklärung. Und das ist Immanuel Kant. Kant kommt also zu dem Punkt, dass Schönheit gar nicht eine Objekteigenschaft ist. Er dividiert auseinander, dass schön zu sein und Schönheit nicht eine naturgegebene Sache ist, sondern ein Werturteil, das überhaupt erst aus einem Prozess entsteht. Ein Werturteil in dem Sinne, dass es mit der Person zu tun hat, die etwas schön findet und gar nicht mit dem Objekt, das schön ist. Er nennt das freie Spiel der Erkenntniskräfte. Die inneren Strukturen, die sich äußern, die inneren Strukturen des Menschen, die sich äußern in Gedanken und Gefühlen, die spiegeln sich also darin, dass wir etwas schön finden oder nicht schön finden. Dass wir etwas schön finden oder nicht schön finden, lässt uns also rückschließen auf das, was wir an inneren Strukturen haben. Während also sich unsere Erkenntniskräfte, unsere Strukturen, unsere Gedankenstrukturen, unser Sein reflektiert an diesem Objekt, daraus, in diesem Spiel, entsteht die Lust, die wir dann als, oh, das finden wir schön, formulieren. Und dieser Prozess, der hat 4 Momente, laut Kant, die für jeden Menschen seiner Meinung nach gleich sind. Da ist zum einen das Wohlgefallen ohne jegliches Interesse. Der zweite Moment ist die Allgemeinheit ohne Begriff. Das ist schon ein bisschen schwerer zu erklären, würde ich behaupten. Begriff bedeutet Verständnis. Das bedeutet, wenn du etwas begreifen möchtest, dann fragst du vielleicht nach, dann forschst du dazu, dann versuchst du etwas nachzuvollziehen oder zu verstehen. Die Allgemeinheit ist also das
alle Menschen da drumherum stehen und das schön finden. Menschen stehen da rum und gucken sich ein Gemälde an und finden es wunderschön, aber sie können sich nicht gegenseitig genau erklären oder analysieren, warum sie alle das schön finden. Das dritte Moment ist die Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Das heißt, allein diese Erfahrung von Schönheit in sich hat für dich einen Zweck. Ganz klar siehst du das, wenn du dir schöne Musik anhörst oder wenn du ein Gemälde dir anguckst, was du schön findest. Da zeigt sich nicht irgendein weiterer Zweck, als dass du einfach nur es schön finden möchtest in dem Moment. Du guckst es dir nicht an, weil du irgendeinen Zweck verfolgst, sondern in sich diese Erfahrung ist schon die Zweckmäßigkeit. Und das vierte Moment ist die subjektive Notwendigkeit. Notwendig bedeutet, dass es bestimmt ist. Und subjektiv bedeutet, dass es von Person zu Person sich variabel ein bisschen ändern kann. Das heißt, in dieser Erfahrung für dich selbst ist es sehr bestimmt, ob du etwas schön findest oder nicht. Das, was Kant hier macht, nennt sich auch kopernikanische Wende. Wir haben ja gerade gesehen, dass in der platonischen Analyse die Schönheit etwas ist, was grundsätzlich existiert in der Welt und eine Illusion darstellen kann, genutzt werden kann, ein Medium ist. Bei Augustinus haben wir auch gesehen, dass die Schönheit weiterhin etwas ist, was einfach so existiert in der Welt und dann genutzt werden kann, um uns Gott näher zu bringen oder etwas sein kann, was uns verführt. Bei den Moralsensualisten wiederum ist die Schönheit etwas, was mit dem Guten zusammenhängt und etwas aussagt über die Naturgegebenheit des Menschen. Bei Kant allerdings stellt sich jetzt fest, dass die Schönheit gar nicht objektiv einfach so existiert in der Welt, sondern sich überhaupt erst ergibt aus der Erfahrung, die wir haben. Das heißt, die Schönheit wartet nicht darauf, entdeckt zu werden von uns, sondern sie sagt eigentlich nur etwas darüber aus, was unser Hirn, unser ganzes Wesen macht in der Interaktion mit einem Objekt. Kant präzisiert, dass wir alle als Menschen diese naturgegebene Gleichheit haben, dass wir Sachen schön finden. Das allerdings etwas aussagt über unsere inneren Mechanismen als Menschen. Wir haben so ein bisschen einen Überblick uns verschafft über die verschiedenen Ideen von Ästhetik in europäischer Philosophie. Und dann gibt es auch noch ganz spezifische Streits darum, ob jetzt die Naturerhabenheit, also die Schönheit der Landschaft, Priorität hat vor der Schönheit der Kunst oder die Schönheit von anderen Menschen und was davon besser ist und was für eine Bedeutung das alles hat. Aber ich würde total gerne auf Adorno noch zu sprechen kommen, denn Adorno bringt so ein bisschen auf den Punkt, was mir wichtig ist. Denn er sagt, dass Schönheit etwas total Mehrdeutiges ist, vielseitig sein kann und auch unterschiedlich sein kann, mit Stimmungen zu tun hat, die du gerade hast, mit Stimmungen von anderen zu tun hat, mit Erfahrungen von Menschen. Dass sich also immer Gegensätze auch in etwas verwirklichen können. Wir können auch etwas so hässlich finden, dass wir es wiederum schön finden. Schönheit ist also etwas so Vielfältiges, dass es sich sehr, sehr schwer in der europäischen Philosophie fassen lässt. Adorno sagt nämlich, die europäische Philosophie, er nennt das natürlich nicht europäisch, sondern er sagt einfach, die Philosophie hat ein Problem, da sie ambiguitätsintolerant ist. Also keine Toleranz hat für Zwei- und Mehrdeutigkeiten. Das sehe ich auch so. Und deswegen kommen wir nun zur Philosophie, die diese Ambiguitätstoleranz hat.
einen Sprung zurück machen ins persische und arabische Mittelalter. Denn in Europa haben wir grundsätzlich diese Angewohnheit, leider so zu tun, als gäbe es einen gewissen Nullpunkt in der Geschichte im antiken Griechenland spezifisch. Und wie wir gerade auch gesehen haben, am Vergleich zwischen Epikur und Platon, dann auch sehr reduziert auf nur einzelne Persönlichkeiten in dieser griechischen Geschichte. Aber die Tatsache ist ja, dass Europa immer im Handelsaustausch und gerade im wissenschaftlichen und philosophischen Austausch stand mit anderen Reichen. Spezifischer noch, dass Griechenland überhaupt diese Art von Bildung und Philosophie erreicht hat durch einen regen Austausch mit Persien und Ägypten. Ibn al-Arabi, der praktisch an dem Scheideweg steht zwischen orthodoxem Islam und Sufi-Islam. Diese Reflexion des eigenen Lustgefühls in der anderen Person oder die Spiegelung der eigenen Lust in einem Objekt, also in einem Kunstobjekt zum Beispiel. Kant hat schon davon gesprochen, also dass wir uns selber spiegeln und daraus sich Lust ergibt in dieser Spiegelung, in dieser Reflexion. Bei Ibn al-Arabi wird klar, dass das da nicht aufhört, sondern diese Spiegelung auch eine Interaktion sein kann. Das heißt, wir in der Spiegelung erkennen, dass dieses andere Objekt uns fremd ist und uns selber erkennen. Die Spiegelung geht also sozusagen hin und her. Auf der einen Seite spiegeln wir uns selbst und dann erkennen wir aber auch in diesem Lustgefühl unseren eigenen Charakter, unser eigenes Selbst und haben daran auch wieder ein Lustgefühl und Spaß. Ganz runtergebrochen, wenn du etwas schön findest, dann erstmal hast du Spaß daran. Und dann kommst du vielleicht zu dem Schluss, warum du es spezifisch schön findest. Du findest also in diesem Gefühl schon eine Aussage über dich selbst. Und da sind wir schon bei einer Mehrschichtigkeit des Gefühls. Also einmal lässt sich in diesem Gedicht dann also sehen, wie dieser Mechanismus der wiederholten Spiegelung zwischen dir und dem schönen Objekt oder der schönen Person. Auf der anderen Seite können wir hier auch sehen, dadurch, dass die Geliebte oder die Liebe auch als Metapher für Gott steht und Göttlichkeit, dass Schönheit und dieser Mechanismus etwas hervorruft, das ein Gefühl ist. Dass Schönheit also, das Empfinden von Schönheit, ein transzendentales Gefühl ist. Ein Gefühl, das dich aus dir heraushebt, das dich erhebt. Ich bin mir sicher, dass du das auch schon mal gespürt hast, wenn du zum Beispiel eine schöne Landschaft dir anguckst. Dass du also nicht mehr das Gefühl hast, dich in dir selber nur zu bewegen, sondern es dich erhebt aus deinem Körper heraus. Es sich anfühlt wie etwas, was dich öffnet und dir eine gewisse Ruhe gibt. Das nennt sich, grob gesagt, transzendental. Omar Khayyam ist wiederum Sufi-Philosoph und Wissenschaftler. Ja, zum einen finde ich diesen Humor ganz süß, dass also Gott ein Irrtum unterlaufen ist in der Schönheit einer hübschen Person. Zum anderen sehen wir aber auch diese Verbindung zwischen Dankbarkeit, Liebe und Schönheit, die sich abspielt. Dass also das Gefühl von Schönheit sich also gar nicht trennen lässt, klar, von Emotionen von Liebe und Zuneigung, Verehrung, die Ehrfurcht vor dem schönen Objekt der schönen Person. Es ist Ehrfurcht vor der Schöpfung, Liebe zu dem Schönen, Genuss aber auch von dem Schönen. Omar Khayyam formuliert es also, dass wir eine gewisse Wahrheit finden können in dieser Schönheit. Diese Wahrheit ist praktisch die heilige Praxis des Genuss. Sogar und vor allem, das wird klarer, wenn du ein bisschen mehr Sufi-Literatur dir anguckst, im Tod und im Schmerz, im Leid.
Während wir also bei Ibn al-Arabi uns den Mechanismus von dem, was Schönheit überhaupt ist, angucken konnten, können wir uns bei Omar Khayyam anschauen, was eigentlich die Erfahrung von Schönheit ist, nämlich eine Praxis von Genießen. Etwas, das geübt werden kann, etwas, das praktiziert werden sollte. Etwas, was eine Lebenskunst sozusagen ist. Die Lebenskunst des Genießens ist das, was Schönheit bedeutet. Mit anderen Worten, Schönheit zu finden, selbst in widrigen Situationen, selbst im Leid, zum Beispiel im Herzschmerz, im Verlust. Schönheit in allen Kleinigkeiten und im Alltag, in schweren Situationen zu finden. Dass das eine heilige Praxis, eine sehr wichtige und nährende eine Praxis ist, eine Übung, die uns praktisch Gott näher bringt, was einfach nur bedeutet, dass sie dich in diesen friedlichen, erhabenen und schönen Zustand versetzen kann. Schönheit ist also eher die lustvolle, intensive und emotionale Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst und der eigenen Umgebung. Ja, meine Lieben, jetzt wissen wir zwar, was Schönheit ist. Es ist also eine Auseinandersetzung, eine emotionale mit uns und der Welt, aus der sich heraus Lust und Spaß und Genuss ergibt. Aber es gibt ja bestimmte Effekte, die wir alle gemeinsam haben. Ich finde das sehr interessant, sich Gedanken zu machen, was für Effekte Schönheit hat und was für Phänomene damit einhergehen. Und dann möchte ich Frances Hutcheson mir angucken, denn die Moralsensualisten, von denen wir es vorhin hatten, haben diese Phänomene auch sich angeguckt. Sie sind zum Beispiel der Meinung, dass ein schönes Gesicht untrennbar ist von auch guten und schönen Eigenschaften. Wenn wir uns die heutige Forschung angucken, dann gibt es dafür sogar einen Begriff, der nennt sich Halo-Effekt. Während also die Moralsensualisten davon ausgehen, dass das einfach etwas ist, was stimmt, können wir jetzt sagen, dass also, wenn wir eine Person schön finden, wir auch im Normalfall davon ausgehen, dass die Person in anderen Hinsichten gut ist. Andersrum macht es aber auch Sinn, was Hutcheson sagt, nämlich dass wir natürlich, wenn eine Person gute Taten vollbringt, die Schönheit von guten Taten auch ausstrahlen kann auf alles andere. Das liegt grundsätzlich an dem Mechanismus, wie unser Hirn funktioniert. Ich habe davon schon oft gesprochen, dass unser Hirn, wenn es eine Entscheidung getroffen hat, zum Beispiel etwas schön findet, dass es dann dazu tendiert, diese Entscheidung beizubehalten für alles andere. Dass es also sich nicht die Arbeit machen möchte, jede Einzelheit immer neu zu analysieren. Das liegt einfach daran, dass es Energie sparen möchte. Unser Hirn verbraucht sehr, sehr viel Energie, wenn es bewusst über Sachen nachdenkt. Also möchte es gern unbewusst, im Automatismus sozusagen, eine Entscheidung beibehalten und diese Meinung auf alles andere auch projizieren. Und daher kommt dann eben, dass wenn wir finden, dass ein Mensch etwas Gutes tut oder gute Charaktereigenschaften hat, wir oft die Person dann auch ästhetisch schön finden. Und andersherum, wenn wir eine Person ästhetisch sehr schön finden, wir oft davon ausgehen, dass die Person sicher auch in anderen Hinsichten gut und schön handelt oder ist.
Nun merkst du vielleicht, dass sich hier Schönheit und Güte, also was wir gut und moralisch gut finden und was wir schön finden oder auch leistungsstark, dass diese Attribute sich irgendwie auf einmal nicht mehr ganz so trennen lassen, ganz offensichtlich. Dass unser Hirn also nicht so wirklich differenziert zwischen diesen verschiedenen Sachen, die wir gut finden. Grundsätzlich sind das soziale Kategorien. Das bedeutet, sie entstehen aus Gewohnheit. Das bedeutet also, dass wenn wir etwas besonders oft sehen, in der Öffentlichkeit, in der Werbung, in Filmen, von klein auf in unserer Umgebung, dass wir das auch schön finden. So einfach funktioniert unser Hirn. Das heißt auf der anderen Seite, dass wenn wir etwas anderes gewohnt wären, etwas anderes öfter sehen würden, dass wir das dann schön finden würden. Daher kommt übrigens auch, dass viele Pärchen aussehen wie Geschwister. Ich weiß nicht, ob du darauf schon mal gekommen bist, aber es gibt ja diese Beobachtung, dass Menschen sich oft in Menschen verlieben, die ihnen irgendwie ähnlich sehen oder ihren Eltern irgendwie ähnlich sehen. Nun, das liegt einfach daran, dass wir natürlich uns selber im Spiegel relativ oft sehen und dass wir unsere Eltern natürlich schon besonders lange in unserem Leben gesehen haben. Hier reicht es erstmal zu verstehen, dass also das kein persönlicher Geschmack von dir ist, wen du datest und wen du hübsch findest, sondern dass das einfach etwas ist, was du eben durch Gewohnheit reproduzierst. Zurück zu Princess Charming an dieser Stelle. Jetzt wird langsam klar, warum immer sehr ähnliche Körpertypus von dünnen, weißen, nicht behinderten Menschen in diesen Reality-Formaten vorkommen und als schön empfunden werden. Nun, dadurch, dass wir eben in einer rassistischen und diskriminierenden Welt leben, sind wir eben gewohnt, weiße, dünne und nicht behinderte Menschen in der Öffentlichkeit, in Plakaten, in Filmen, überall die ganze Zeit in der Öffentlichkeit zu sehen. Und deswegen finden wir diese besonders schön. Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich einfach so das rausgehauen, ne, dass wir in einer rassistischen Welt leben. Und in einer diskriminierenden. Ich meine, ihr kennt mich. Ich möchte das nicht so stehen lassen. Ich möchte euch erklären, wie ich das meine und woher das kommt vor allem. Wir haben jetzt festgestellt, dass wir das schön finden, was wir angenehm finden, was wir gewohnt sind, was wir öfter gesehen haben. Soweit so klar. Wenn wir jetzt verstehen wollen, warum wir genau das schön finden, was wir schön finden, müssen wir uns eine Zeit gucken, in der Schönheitsideale geformt wurden. Und das führt uns in die Neuzeit, in den Kolonialismus. Grundsätzlich ist das in der Kunst so, aber auch in allen anderen Medien, dass natürlich sich Darstellungen von Schönheit orientieren um Reichtum und Macht herum. Denn wer hat die Möglichkeit, Kunst zu produzieren, in Auftrag zu geben? Nun, das sind nun mal Menschen, die reich sind. Übrigens, wenn du zur Schönheit in der Kunst und diesen Aspekten genauer was wissen möchtest, ich habe ein ganzes Essay dazu. Deswegen werde ich hier jetzt nicht auf die Kunst spezifisch eingehen. Aber um die Mächtigen herum orientiert sich also Schönheit. Dadurch, dass sich die Kunst und die Darstellung von Schönheit um Reiche herum orientiert. Weil es eben die Arbeitgeberinnen sind von den Leuten, die Kunst produzieren. So einfach ist es. Tja, und wenn wir uns nun die Zeit des Kolonialismus angucken, dann sehen wir also, dass zum Beispiel in Hamburg, ganz in der Nähe des Studierendenwohnheims, in dem ich noch vor kurzem gewohnt habe, sich der Hagenbeck Zoo befindet. Hagenbeck selber ist Kolonialist gewesen und der Hagenbeck Zoo war auch ein Menschenzoo, so wie die meisten alten Zoos in Europa im Übrigen. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass EuropäerInnen Menschen gekidnappt haben und ausgestellt haben als Anschauungsobjekte
im Zoo. Was wollten sie damit bezwecken? Nun, zum einen wollten sie zeigen, wie wild und unzivilisiert diese Menschen sind, aber zum anderen ging es auch um Hässlichkeit. Diese Menschen wurden, und vor allem nicht bei Frauen, wurden benutzt, um als abschreckendes Beispiel zu gelten. Damit geht also einher, dass wenn also diese Menschen als abschreckendes Beispiel und unzivilisiert gelten, als der Natur nah, dass also hier eine Trennung stattfindet zwischen dem, was schön ist und dem, was natürlich ist. Das lässt sich auch darauf zurückführen, dass nicht weiße Menschen ja gezüchtet wurden. Sie wurden gezüchtet, um sie als SklavInnen zu benutzen, die Kinder. Etwas, was übrigens in anderen Zeiten den Sklaven nicht angetan wurde. Das ist etwas sehr Spezifisches, dass selbst die Kinder von Sklaven überhaupt selbst Sklaven sind. Nicht nur das, wir müssen ja auch sehen, dass also sich hier jetzt auf einmal eine Mehrdeutigkeit ausbildet. Denn auf der einen Seite sind also diese Sklaven irgendwie sexy genug und kräftig genug und natürlich genug, um als Arbeiterin gut zu sein. Auf der anderen Seite will man ja nicht die wirklich als Menschen sehen. Dementsprechend auch nicht als schön oder ne, schön und zivilisiert geht da Hand in Hand. Hier findet also auch eine Trennung zwischen sexy und schön statt. Zwischen natürlich und schön. Was für Konsequenzen das hat, sehen wir bei Simone de Beauvoir. Sie spricht also davon, dass den weißen Frauen ein Schönheitsideal aufgestülpt wurde, das mehrere Nutzen hatte. Zum einen bedeutet es, dass die nicht weißen Menschen als hässlich gelten und als nicht würdig einer angenehmen und menschlichen Behandlung. Zum anderen bedeutet es auch, dass die weißen Frauen immer mehr Aufgaben bekommen, wie sie sich überhaupt zu verhalten haben und wie sie überhaupt nur als schön gelten und damit eingeschränkt sind in dem, was sie überhaupt tun dürfen und was als anständig gilt. Was bedeutet das in der Konsequenz? Nun, was ist denn alles natürlich? Poren sind natürlich, Faltenbildung ist natürlich, Körperhaar ist natürlich. Bis hin zu, dass der weibliche Körper ja auch einen Zyklus hat, an dem sich Wasser ansammelt und viele Frauen einen Blähbauch haben. All das ist nun hässlich, da es eben natürlich ist. Auf der anderen Seite steht also das Ideal der dünnen und bis heute eben der dünnen, weißen und porenlosen, faltenlosen, haarlosen weißen Frau. Und da habt ihr unser modernes Schönheitsideal. Klingt anstrengend, wenn du mich fragst. Und deswegen ist übrigens deine Dating-Präferenz und auch das, was du schön findest an Frauen, nicht einfach deine persönliche Entscheidung, ganz offensichtlich, sondern ein historisch gewachsenes und politisches Faktum. Thank you.
Nun, jetzt hatten wir es also von Schönheitsidealen unter Frauen, ganz spezifisch, aber auch unter Männern kannst du das ganz ähnlich beobachten. Ich möchte allerdings auch auf die Mode zu sprechen kommen. Und auch hier lässt sich sehr, sehr gut beobachten, wie sich also Schönheit darum orientiert, was mächtige Menschen und was reiche Menschen gut finden. Denn ihr müsst euch das ja auch vor Augen halten, dass natürlich Kleidung und auch Schmuck und viele Aspekte, die damit zusammenhängen, vor allem von Frauen produziert wurden, sehr, sehr lange Zeit. Irgendwann mit der Industrialisierung war es dann ein lohnenswertes Geschäft, wurde es ein lohnenswertes Geschäft, Mode zu produzieren. Nicht nur Stoffe einzukaufen, die von Frauen produziert werden, sondern auch Mode zu designen. Und natürlich haben sich deswegen auch dann Männer Mode unter den Nagel gerissen. Die großen Modehäuser entstanden also in dieser Zeit, da es rentabel wurde, du konntest viel Geld damit machen und du wolltest aber in den Fabriken natürlich Sachen produzieren, die billig zu produzieren sind. Das führt dann also dazu, dass auf einmal das, was als modisch und schön gilt, möglichst minimalistisch sein soll. Alles, was ein bisschen zu viel an Dekor und Mustern ist, zu viel Farben zu mischen, zu viel Strukturen zu mischen, all das gilt auf einmal als unschön und unprofessionell. Nicht schick, würden wir heute vielleicht sagen. Genauso gilt das natürlich auch für, wie ich es gerade angesprochen habe, Farbschemata. Bestimmte Farben passen zusammen, möglichst wenig Farben auf einmal oder vielleicht einheitliche Farben, aber möglichst nicht zu variabel, denn das würde in der Produktion mehr kosten. Hier orientiert sich also Schönheit oder was schick ist, was modisch ist, darum, was sich lohnt zu produzieren für Menschen in Machtpositionen. Ich möchte nur ganz kurz ansprechen, dass sich natürlich auch diese Orientierung um Macht und Reichtum herum weiter durchgetragen hat durch die Nazizeit. Für alle von euch, die es nicht wissen, Hugo Boss beispielsweise hat Nazi-Uniformen designt. Coco Chanel war Anhängerin von Hitler und hat für ihn als Spionin gearbeitet. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg können wir beobachten, dass weiterhin das, was also in den Fabriken produziert wird von Menschen, die diese reichen Positionen einnehmen, dass das als modisch und cool gilt, während traditionelle Stoffe oder auch einfach nur Mode aus anderen Regionen oder von Frauen produziert als unprofessionell oder exotisch wild gilt. Ein Beispiel, an dem du es super festmachen kannst, ist die Mode der 70er Jahre. Die Mode der 70er Jahre kopiert einfach Formen und Muster und Farben Persiens und aus afrikanischen Gebieten, aber reproduziert sie billig gedruckt auf Stoff, während natürlich die originalen Stoffe sehr viel hochwertiger sind. Und weiterhin, wie gesagt, als unprofessionell und auch nicht als modisch gelten würden. Das mag jetzt vielleicht alles etwas düster klingen, aber wir haben ja am Anfang uns gefragt, warum nur bestimmte Menschen in einem bestimmten Look immer wieder als schön gelten für uns alle, wenn wir doch eigentlich so individuelle Menschen sind und Schönheit sich ergibt aus unserer emotionalen Auseinandersetzung, deiner persönlichen Auseinandersetzung mit deiner Umwelt. Warum haben wir dann so ähnliche Geschmäcker? Nun, jetzt wissen wir es. Das sind die Gründe. Wir orientieren uns und unsere Sehgewohnheiten, unsere Geschmäcker um das herum, was uns Menschen in Machtpositionen vorsetzen. Jetzt möchte ich aber euch natürlich nicht auf dieser Note irgendwie entlassen. Deswegen schauen wir uns doch an, was wir an Positiven daraus lernen können. お部屋に閉じこもったままなの。撮影会に行って大恥でも書いたんじゃない？恥ずかしくて家族に合わせることはないんだよ、きっと。僕はしばらくの間、写真を撮らないようにしました。どうしてです？質問は続きます。
Ihr Lieben, wie immer, plädiere ich für mehr Emanzipation, also für mehr Aktion. Du bist nun mal, genauso wie ich, geprägt durch Geschichte, durch Erfahrung, durch Bildung. Wir sind alle nur Menschen. Wenn also Schönheit Gewohnheit ist, was sagt also dann dein Geschmack und das, was du schön findest, über deine Gewohnheiten aus? Wie viel stimmt dein Geschmack mit dem überein, was du auf den sozialen Medien siehst, was du im Film siehst, was du im Modeschaufenster siehst? Und kannst du vielleicht dem mehr Raum geben, Schönheit dort zu finden, wo du es erstmal nicht erwartest? Denn wie wir auch gelernt haben, ist Schönheit Praxis. Schönheit ist etwas, was wir praktizieren. Gib Komplimente, schau die Sachen ein bisschen länger an. Zeig, also zelebriere das, was du schön findest. Besonders dann, wenn es etwas ist, das nicht eigentlich im Durchschnitt sozusagen du schön finden sollst. Schönheit ist nun mal ein Spiegel. Ein Spiegel unserer selbst in anderen. Und ich kann es nur aus eigener Erfahrung auch sagen, dass es sich total lohnt, sich ab und zu Herausforderungen zu stellen und langfristig ein bisschen zu üben, etwas anderes vielleicht auch schön zu finden. Die Gewohnheit ein bisschen zu ändern, um dann rauszufinden, was dir wirklich liegt und was vielleicht auch einfach wirklich nicht dein Ding ist. Lass einfach zu, dass mehr Sachen und mehr visuelle oder auch musikalische, einfach mehr Erfahrungen in dir, dieses Gefühl von Transzendenz, von Größe, Erhebung, von Dankbarkeit und Liebe auslösen. Finde Schönheit an Orten, von denen dir erzählt wurde, dass sie hässlich sind. Denn das, was du darin spürst, in dieser Schönheit, die du erlebst, das ist eigentlich nur dein Lebenstrieb. Meine Lieben, vielen Dank, dass du zugehört hast, zugeschaut hast. Lass mir gerne, je nachdem, ob dir dieses Essay etwas Neues gebracht hat, dich vielleicht zu Gedanken angeregt hat, einen Kommentar oder vor allem auch einen Daumen hoch oder runter da, je nachdem. Ihr kennt das. Ich würde hier öfter was hochladen, wenn ich tatsächlich die Möglichkeit dazu hätte. Wenn du dazu beitragen möchtest, dass ich das kann, dass ich grundsätzlich überhaupt hier was hochladen kann, dann findest du alle Links dazu, wo du mich unterstützen kannst, in der Videobeschreibung. Bis dahin, pass auf dich auf und denk dran, dass du deine Meinung immer ändern kannst.